Hallöchen zusammen. Es ist mal wieder ich, euer Garten-Küchenfuchs. Ja, im Augenblick bin ich noch auf der Terrasse und werde euch gleich mit zu den Apfelbäumen mitnehmen, zum Apfelspalierobst. Und dort werde ich die Boskops abernten und werde daraus dann, so wie neulich mal vom Sommerapfel, Apfelsaft machen. Diesmal habe ich im Gefühl, wird es ein bisschen mehr. Und ja, bleibt einfach dran und schaut es euch an. Ja, Boskop-Ernte 2021. Wunderschöne Äpfel. Und wir sehen uns gleich in der Küche wieder, wenn ich die Äpfel zu Saft verarbeite. Also, bis gleich. Als erstes möchte ich natürlich wissen, wie viel habe ich da jetzt eigentlich geerntet? Und deshalb werden die Äpfel jetzt erstmal gewogen. Okay, anscheinend ist noch zu wenig Gewicht drauf anscheinend. Okay, das wird so nichts, habe ich das Gefühl. Die Waage reagiert gar nicht. Dann mache ich es jetzt anders. Oh, das sind jetzt ungefähr 8 Kilo. Das sind nochmal 6 Kilo, macht zusammen 14 Kilo. Ein bisschen Gewicht abgezogen für die Körbe. Circa 14 Kilo, 14 Kilo Äpfel. Ich bin begeistert, ich bin wirklich sehr zufrieden. Ja, der Entsafter steht. Die Äpfel stehen. Und jetzt kann ich in aller Ruhe da entsaften. Wie das funktioniert, habe ich euch ja schon mal ge gezeigt, nämlich bei der Fehlernte vom Sommerapfel. Und deswegen gibt es jetzt hier das Ganze nur im Schnelldurchlauf.
Leute, das waren jetzt 11 Liter Saft aus 14 Kilo Äpfeln. Jetzt schauen wir uns mal an, wie viel Abfall da produziert wurde. Ja, ungefähr 3,5 Kilo. Abzüglich der Schüssel 3,5 Kilo. Ja, das geht eigentlich. Da hätte ich jetzt mit wesentlich mehr gerechnet. Ja. Da sieht man mal, wie viel Saft da drin gesteckt ist in den Boskop-Äpfeln. Ich bin wirklich begeistert. Ja, also da hinten sind 8 Liter Saft drin. Und da vorne hier sind 3 Liter drin. Die 8 Liter, die präpariere ich so, dass ich sie abfüllen kann. Und aus dem vorderen, aus den 3 Litern, mache ich Gelee, Apfelgelee. Also Brotaufstrich. Ich muss wirklich sagen, ich bin von den Boskop begeistert dieses Jahr. 14 Kilo. Etwas mehr als 14 Kilo geerntet. Und 11 Liter Saft. Wahnsinn! Den Apfelsaft, der abgefüllt wird, gebe ich schon mal gut Zucker rein. Ja. Denn auch der Zucker sorgt dafür, dass der Saft haltbar wird. So, das reicht. Ja. Einmal, wenn man den Schneebesen braucht, ist er gerade schon da. Gut durchrühren das Ganze. Das Ganze muss jetzt auf 90 Grad erhitzt werden, dass alle Keime, die drin sind, abgetötet werden. Und hier der Saft fürs Gelee, der darf kochen. Auch da geben wir schon mal den Gelierzucker rein. Auf 3 Liter nehmen wir nämlich 4 Packungen. Ja. 4 Packungen 2:1. Ja, hier. Noch einen, auch wenn er ein bisschen klumpig ist. Der ist noch vom letzten Jahr. Der löst sich trotzdem auf. Und geliert immer noch genauso gut wie am ersten Tag. Ah, gleich umrühren. In beiden Pötten ist übrigens ein großzügiger Schluck Zitronensaft drin. Den habe ich noch beim Pressen rein. So. Jetzt habe ich hier ein Problem bekommen, Leute. Das zeige ich euch gleich. Weil ich habe ja extra Flaschen gekauft zum Abfüllen vom Saft. Erstens ist es viel zu viel Saft.
was da rauskam. Damit hätte ich nie gerechnet. Und zweitens, ja, ich zeig's euch einfach. Also, erstens habe ich nur für 6 Liter Gläser. Das heißt, ich habe jetzt hier noch Flaschen ausgebildet. Also ich habe Flaschen für 6 Liter. Und das Hauptproblem ist, dass die mit einem Plastikverschluss sind. Da bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich so das Wahre ist. Probieren geht über Studieren, sage ich da. Auf jeden Fall, die müssen jetzt erstmal bei 90 Grad in den Ofen zum Desinfizieren, dass da auch wirklich alle Keime rausgefiltert werden, die da dran haften. Genau wie da dann auch, die müssen bei 90 Grad in den Ofen. 90 Grad einfach Umluft, egal ob Umluft oder Ober- Unter. Ganz egal, Hauptsache 90 Grad. Ja, während die Gläser für den Saft noch desinfiziert werden, fülle ich mal das Gelee ab. Aus 2 Litern Saft habe ich jetzt 5 Liter Gelee hergestellt. Man kann davon ausgehen, dass die Gläser, die ich jetzt aufgestellt habe, nicht reichen. Aber das wird die Zeit zeigen. Und rein damit in die Gläser. Gläser müsst ihr so voll wie irgendwie möglich machen. Aber das habe ich euch ja schon mal erklärt. Na, vielleicht reichen sie doch. Knapp die Hälfte habe ich jetzt mal quitt. Wenn man mit einem Trichter arbeitet, das ist einfach eine saubere Sache, da geht kaum was daneben. Ich will nicht sagen, dass gar nichts daneben geht, es wäre gelogen. Aber es geht kaum was daneben. Na, vielleicht komme ich mit meinen Gläsern wirklich hin. Das wäre jetzt der Hammer.
Ja, sehr schön. Die Gläser reichen, Leute, die Gläser reichen. So voll ist der Topf gar nicht mehr. Seht ihr, wie schön das aussieht? Herrlich. Wisst ihr, wie lecker das aufs Brot schmeckt? Wenn es abgekühlt ist. Oder einfach so zum, wie lecker das so zum Löffeln ist. Mit Äpfeln aus eigener Ernte. Der Topf ist gleich leer, ist stark. Jo, hat gereicht. Genial. Dann machen wir uns jetzt gleich ans Zumachen. Lecker. Natürlich um Längen besser als aus gekauften Apfelsaft. Aber das versteht sich von selbst. Letzte kleine. Jetzt kommen die großen Geräte. Die sind komischerweise heißer als die anderen.
Ich weiß, dass es gar nicht nötig ist, die Gläser zu stürzen, aber ich mache es trotzdem. Einfach so aus Trotz. Wir nehmen so viel Chemie zu uns jeden Tag, da kommt auch so ein paar Weichmacher aus den Marmeladengläsern auch nicht mehr drauf an. So, fertig. 3 Liter frisch entsafteter Apfelsaft. Kalt. Apfelgelee. Und jetzt, Leute, fülle ich die erste Flasche meines ersten selbstgemachten Apfelsafts ab. Das ist der Moment. Das ist der Traum, kann man sagen. Natürlich ist jetzt, wie soll es auch anders sein, der Schöpfer noch etwas schmutzig von der vorherigen Gelee-Abfüllung. Aber jetzt wird der Traum erfüllt, also mein Traum. Ich kann natürlich nicht für euch alle sprechen, aber das ist ein Stück weit mein Traum, eigenen Apfelsaft herzustellen. Die Flaschen sind frisch desinfiziert. Der Saft ist ausreichend erhitzt. Heute der erste halbe Liter meines ersten selbstgemachten Apfelsafts ist abgefüllt. Ihr dürft mir jetzt noch bei einer zweiten Flasche zuschauen. Trichter rein. Oh, das ist so geil. Da kommen mir fast die Tränen. Da kommen mir wirklich fast die Tränen. Meine Oma wäre stolz auf mich, wenn sie das noch erleben könnte, wie ich hier meinen eigenen Apfelsaft mache. Gluck, 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 gluck. Gluck, 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 gluck. Gluck, 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 gluck.
Ja. Und der zweite halbe Liter ist abgefüllt. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was das jetzt gerade für mich, was das für ein Gefühl ist. Ja, Leute. Äpfel geerntet, entsaftet, Sellerie gekocht, Saft erhitzt, Flaschen desinfiziert. Und das alles in einem einzigen Video. Ja, wo kriegt ihr sowas sonst? Aber was wären meine Videos, meine Kochvideos? Ohne Verkostung. Also die Farbe ist phänomenal. Übrigens sind 12 Gläser Marmelade und 4, 10, 11, 11 Flaschen Saft. Ja. Es ist dann doch ein bisschen weniger Saft gewesen, als ich zunächst gedacht, nachdem ich den ganzen Schaum abgeschöpft hatte. Hier, den Schaum meine ich. Da war dann allgemein ein bisschen weniger da. Ja, egal. Ich probiere erstmal den Saft. Lecker. Noch ein bisschen warm, aber verdammt lecker. Also dazu könnte ich baden. Der Hammer. Wie gesagt, es sind 11 so Flaschen geworden. Beziehungsweise solche Flaschen und 12 Gläser Marmelade, 4 davon große Gläser. Ja, das war's mit diesem Video. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ach so, ja, ich habe ja da noch das Gelee. Und im Topf sind sogar noch ein paar Reste für eine Verkostung. Leute, dafür braucht man gar kein Brot mehr oder keine Brötchen. Dieses Gelee aus Boskop-Äpfeln aus eigener Ernte. Das kann man so essen. Da braucht es echt kein Brot. So. Aber jetzt, bis zum nächsten Mal. Bleibt mir gewogen, macht's gut. Also wieder, ciao, ciao, Shalom und